Der Tag in Aserbaidschan vor dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina wartete mit einem besonderen Besuch auf. Die Mitglieder des Fanclub-Nationalmannschaft Powered by Coca-Cola in Baku kamen vorbei, um die DFB-Junioren zu treffen. 28 Mitglieder zählt der Fanclub in Aserbaidschan. Es war eine tolle Möglichkeit für uns herzukommen, um die Jungs zu sehen. Vielen Dank dafür beim Fanclub Nationalmannschaft und beim DFB-Team, die das organisiert haben. Leider können nicht alle Mitglieder hier sein. Es war eine gelungene Ablenkung für die deutschen Junioren. Zum Abschluss gab es neben dem obligatorischen Erinnerungsfoto und ein paar Souvenirs noch ein Geschenk für das Team von Trainer Michael Schönweiz. War ein netter Besuch gewesen, sehr freundliche Menschen, die auf Nachfrage gesagt haben, dass sie in den deutschen Fanclub eingetreten sind wegen der Spielweise, die wir haben, was ich ganz interessant fand und was wir als Anreiz nehmen sollten, den Leuten auch morgen zu zeigen, warum sie denn Fanclub sind. Sportlich stand am Abend das Abschlusstraining auf dem Programm. Nach dem 2:2 gegen die defensiven und spielerisch limitierten Ukrainer treffen die deutschen Nachwuchsspieler am Sonntag auf eine Mannschaft, die ebenfalls versuchen wird, aus einem dichten Abwehrnetz über Konter zum Erfolg zu kommen. Für Bosnien ist es schon ein kleines Endspiel, denn nach der 0:2 Niederlage in der ersten Partie gegen Österreich geht es für das Land vom Balkan schon um alles. Hoher Einsatz und Aggressivität werden ihr Mittel zum Erfolg sein. Davon kann man ausgehen und dann gilt es für uns, mit Aggressivität dagegen zu halten. Große Sorgen deswegen macht sich Schönweiz nicht. Schon im Spiel gegen die Ukraine haben er und seine Trainerkollegen gesehen, dass die Einstellung seiner Mannschaft gestimmt hat. Die Baustellen aus der Partie waren andere. Wir waren mit der Spielanlage sehr zufrieden gewesen, aber wenn wir nur 2:2 spielen, müssen wir was optimieren, um das Spiel zu gewinnen. Und optimieren heißt in erster Linie defensiv, die 2 Gegentore müssen wir einfach besser verteidigen. Da setze ich mal einen Punkt dahinter. Und in der Offensive müssen wir einfach versuchen, noch dynamischer, noch zielstrebiger ins letzte Drittel zu kommen. Zur Rückkehr ins deutsche Team wird Kapitän Atakan Akaynak. Der Mittelfeldspieler war nach einer roten Karte in der Qualifikation für den Auftakt gesperrt. Am Sonntag wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit von Anfang an spielen. Angepfiffen wird die Partie um 17 Uhr deutscher Zeit. Und angefeuert werden die deutschen U17-Junioren dabei auf jeden Fall vom Fanclub Nationalmannschaft aus Baku.